Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du in kürzester Zeit, in 6 Monaten, dein künstlerisches Potenzial wirklich entfachst. Ich bin davon überzeugt, dass du Talent hast und ich werde es dir zeigen, wie du in kürzester Zeit wunderbare Bilder machen kannst. Und nur für dich zur Info, das ist kein Verkaufsvideo. Das ist auch nicht ein Video, in dem ich dir am Ende ein automatisch ablaufendes Online-Seminar verkaufe. Ich will dir nur eine tolle Möglichkeit bieten, dich weiterzuentwickeln. In diesem Video geht es um dich. Ich werde dir persönlich, individuell und auch nach deinen Bedürfnissen helfen, deine eigene Bildsprache zu finden, dich weiterzuentwickeln und künstlerisch einfach richtig zu erblühen. In einem 1:1 Mentoring mit mir wirst du viel Spaß haben, tolle Sachen erleben, tolle Materialien kennenlernen und mit Sicherheit auch wunderbare Menschen kennenlernen. Jetzt aber ganz kurz zu mir. Mein Name ist Renata und ich bin Künstlerin aus Leidenschaft. Ich habe in den letzten Jahren mit über 1000 Menschen zusammengearbeitet, das sowohl online als auch offline in verschiedenen Kunstakademien in ganz Europa. Wir haben ganz viele verschiedene Techniken der Malerei ausprobiert. Wir haben zusammengearbeitet, zusammen Spaß gehabt, wir waren zusammen kreativ. Und heute stehe ich hier. Vielleicht geht es dir auch so, wie vielen, die ich ja immer noch sehr gut kenne, die stehen, stell dir mal vor einer Galerie oder in einem Museum, vor einem Bild und denken sich, so ein Bild möchte ich auch malen können. Ja? Und überlegen sich, naja, ist eigentlich gar nicht so schwer sein. Die erkennen vielleicht, da ist Kaffee drin, die erkennen vielleicht, da ist Marmormehl drin. Aber die wissen nicht wirklich, wie man mit diesen Materialien umgehen kann. Die wollen ein Strukturbild malen mit Sumpfkalk oder mit der XL-Crackle-Paste. Und die wissen leider nicht, wie das funktioniert. Wie mischt man die Materialien miteinander? Wie stehen sie zueinander im Verhältnis? Und, sind ganz, ganz viele Fragen. Es kann ja auch sein, dass du dir vornimmst, du kaufst dir die Materialien und dann gehst du zu einem Kunstbedarfladen, stehst du vor einem großen Regal und denkst du dir, was brauche ich eigentlich alles? Was kann ich eigentlich davon gebrauchen, um so ein Bild zum Beispiel zu malen? Vielleicht bist du auch schon erfahren. Vielleicht hast du mit solchen Materialien schon gearbeitet. Vielleicht weißt du auch die ganze technische Voraussetzungen, wie man mit solchen Materialien umgeht. Aber du weißt es nicht, wie letztendlich am Ende die Komposition im Bild aussehen soll. Du weißt es ja nicht, wie das Thema mit dem goldenen Schnitt eigentlich ist. Du weißt es ja auch nicht, was eigentlich Da Vinci-Dreieck ist. Du weißt es ja über Bildkomposition, über Farbenlehre, vielleicht doch nicht so viel. Dann ging es dir so wie eine Kundin, mittlerweile Freundin von mir. Meine Kundin, die Sabine eben, da ging es genauso. Sie wollte unbedingt Bilder malen. Sie hat sich Materialien gekauft, Pinsel gekauft, Bücher gekauft und hat angefangen zu malen. Und dann sahen die Bilder so aus. Ihr müsst ja zugeben, es sieht ja nicht unbedingt vielversprechend aus und es sieht auf jeden Fall nach Anfänger aus. Übrigens, Sabine hat mir natürlich erlaubt, dieses Bild euch hier zu zeigen. Und sie ist mit diesem Bild auch selber nicht zufrieden, hat sie dennoch behalten als Erinnerung an die Anfänge. Sie hat sehr viel Geld ausgegeben. Sie hat sich, wie gesagt, Bücher gekauft. Sie hat angefangen, selber aus diesen Büchern zu lernen. Und hat aber trotzdem nicht das
Wissen, Learning by Doing gehabt. Und sie hat auch letztendlich auch nicht unbedingt das Wissen über die Materialien und die Funktionalität miteinander. Sie wusste ja auch nicht sehr viel über Komposition im Bild. Sie wusste auch nicht über goldene Schnitt. Sie wusste auch nicht, wie man das Bild letztendlich sehr interessant gestalten kann. Das Ganze hat dazu geführt, dass sie A, immer mehr frustriert war und B, viel, viel mehr Geld ausgegeben hat, bevor sie angefangen hat, mit mir zu arbeiten. Und am Ende stand sie da und wollte eigentlich sogar ihr Hobby aufgeben. Und dann haben wir uns getroffen und haben angefangen, zusammen zu arbeiten. Die Sabine hatte letztendlich keine Lust mehr und war selber frustriert und wollte, wie gesagt, schon ihr Hobby aufgeben. Und dann haben wir uns kennengelernt und ich habe ja in unserem ersten Gespräch natürlich gefragt, was sie erreichen möchte. Wir haben es zuerst für sie das Ziel ausgearbeitet. Wir haben einfach die Wünsche, die sie hatte, auf dem Papier aufgetragen. Und dann haben wir angefangen, über Materialien und Techniken zu sprechen. Und sie hat mir mal erzählt, welche Techniken und welche Materialien sie kennenlernen möchte, mit welchen Techniken sie arbeiten möchte. Und genau das haben wir Step by Step by Step gemacht. Danach haben wir sehr viel uns auch über Bildkomposition unterhalten und über goldene Schnitt unterhalten. Wir haben das in einem Beispiel mit meinen Videos und natürlich in einem 1:1 Gespräch aus dem Atelier bei mir genau an Beispiel zum Beispiel von meinen Bildern uns angeschaut und Step by Step alles ausgearbeitet. Ja? Und dann ist eine Magie passiert. Sie hat sich getraut. Sie hat wirklich angefangen, richtig loszulegen und hat so einen Spaß dabei gehabt, dass ihre Bilder immer besser und immer besser und immer besser wurden. Schon die ersten Bildergebnisse von Sabine waren der Hammer. Ja, sie hat angefangen zuerst mit kleineren Bildern und hat sich immer weiter und immer weiter getraut, mit größeren Bildern zu arbeiten. Und sie hat so viel Lob von ihrer Familie bekommen und von natürlich von ihren Freunden, dass sie sich irgendwann als allererstes an der großen Leinwand getraut hat und hat noch ein größeres Bild gemalt, als ich hier habe. Und stellt euch mal vor, das war natürlich der Hammer, so ein Lob zu bekommen und wieder selbstbewusst an den ganzen Sachen zu arbeiten. Sie war so froh und hat natürlich dieses Hobby nicht aufgegeben. Heute verkauft sie sogar ihre Bilder, aber das allererste große Bild hat sie behalten für sich in ihrem Haus als Erinnerung dafür, wie sie angefangen hat und wie wir mal angefangen haben, beide zusammenzuarbeiten. Sie war total glücklich, ist heute eine sehr gute Freundin von mir und ich freue mich, dass ich ihr auf diesem Weg geholfen habe. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und das, was die Sabine erlebt hat, für dich auch spannend war, dann habe ich ein Geschenk für dich. Und zwar, ich schenke dir meine Zeit. Wir führen ein Gespräch und finden zuerst gemeinsam raus, ob mein 1:1 Mentoring in meiner Digitalakademie Scheckmann auch etwas für dich ist. Wir werden zuerst uns anschauen, wie deine Ziele sind. Was möchtest du erreichen? Ich glaube daran, dass jeder Mensch ein Künstler ist und ich glaube daran, dass es tatsächlich ein kreatives Potenzial in uns allen steckt. Jetzt weißt du übrigens, warum ich meinen Hund Beuys genannt habe. Der Josef Beuys hat das schon gesagt. Jeder Mensch ist ein Künstler.
Und daran glaube ich wirklich. Und es macht mir unheimlich Spaß, das aus dir herauszukitzeln. Also, wenn du dich angesprochen fühlst, dann schenke ich dir 45 Minuten meine Zeit und dann schauen wir uns, was du erreichen möchtest. Du wirst vielleicht auch dich fragen, warum möchte ich vorher mit dir sprechen? Das hat ja ganz einfache Gründe. Ich möchte wissen, ob dieses Programm von meiner Digital Akademie Scheppmann auch etwas für dich ist. Ich möchte deine Fragestellungen erleben. Ich möchte wissen, was du erreichen möchtest. Ich möchte wissen, welche Wünsche du hast, welche Wünsche du dich weiterbringen. Und ich möchte schauen, ob ich dir dabei helfen kann. Und ich liebe es, diese Kreativität aus Menschen herauszukitzeln. Und ich glaube, dass wir in einem gemeinsamen Gespräch etwas für uns beide entdecken können und schauen können, ob du diesen kreativen Weg mit mir gehen kannst und ob du tatsächlich auch dich in diese Richtung weiterentwickeln möchtest. Im ersten Schritt, wie gesagt, legen wir gemeinsam ein Ziel für dich fest. Ja, abhängig von deinem persönlichen Ziel arbeiten wir natürlich an den Aufgaben, an den Fragestellungen, die du hast und an den Techniken, die du kennenlernen möchtest, an den Materialien, die du noch nicht kennst. Ich werde dir natürlich alles zeigen und alles vorstellen. Wir lernen die Grundlagen über malerischen Bildaufbau, über Farbenlehre, über Komposition. Das werden wir alles erörtern in unserem Vorgespräch. Und das Wissen mit den Materialien, wenn du die hast, steigen wir dann gleich in Tun und werden gemeinsam entdecken, wo diese Reise mit mir an deine Seite hinführt. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Programm was für dich ist, wenn du wirklich diesen Wunsch verspürst, dich weiterzuentwickeln. Ich lade dich also herzlich zu einem Gespräch an, wo wir einfach kostenlos und völlig unabhängig von dem, was weiter passiert, uns gemeinsam anschauen, ob du tatsächlich in so ein Programm reinkommen kannst, reinkommen möchtest, und dann werden wir weitersehen. Wenn du dich also angesprochen fühlst, klicke jetzt hier unten auf den Button und trage dich ein in ein Gespräch mit mir und dann sehen wir, wo uns die Reise vielleicht zusammen hinführt. In dem Sinne, ich wünsche dir eine kreative Zeit und bis bald.